Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem H&M-Haul. Ich habe bei H&M bestellt, beziehungsweise mein Vater hat bei H&M bestellt. und ich möchte euch in diesem Video zeigen, was ich mir so bestellt habe. Also, bis gleich! Falls ihr es übrigens bemerkt habt, hier sind... Ach, sieht man das? Nee, irgendwie nicht. Aber auf jeden Fall habe ich meine Haarfarbe fertig. Vielleicht seht ihr was. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall sind die Haare hier unten sehr viel heller als die Haare hier oben. Und ich habe hier überall noch so hellere Stellen. Aber ich glaube, das sieht man jetzt in dem Video gar nicht so. Ich poste auf jeden Fall die Tage mal ein Bild auf Instagram, wo man das genauer erkennen kann. Und jetzt fangen wir auch mal an. Und zuallererst habe ich mir dieses Oberteil hier bestellt. Das sieht so aus mit diesem Muster hier unten. Das ist dieses mit diesem Blumenmuster, den längeren Ärmeln und das halt unten diese Spitze hat und so ein bisschen crop-mäßig ist. Und das hat ja momentan so gut wie jeder. Also die Preise, die habe ich jetzt nicht mehr. Also ich weiß nicht mehr, wie viel jedes einzelne Ding gekostet hat. Aber ich glaube, das hier hat definitiv nicht mehr als 10 Euro gekostet. Und ich habe in meiner Schule schon so viele mit diesem Oberteil gesehen. Unglaublich. Machen wir weiter. Und zwar habe ich mir so einen Pulli gekauft. Gekauft. Toll Deutsch, Iska, toll Deutsch. So, das ist so ein, der ist mir ein bisschen groß, aber wenn man denkt, das geht schon, also ist nicht so dramatisch. Der ist so. Und der hat halt an den Ärmeln so Schlitze. Wartet, ich versuche das mal zu demonstrieren. Und zwar solche Schlitze an den Ellbögen. Und es ist so cool. Und der ist halt, der hat hier vorne auch noch so Taschen. Und ja, der hat 30 Euro gekostet, das weiß ich noch. Als nächstes habe ich ein T-Shirt und das finde ich richtig cool. Und ich werde mir noch einige mehr von diesen T-Shirts kaufen. Und zwar ist das dieses hier. Das ist einfach nur ein längeres T-Shirt in so einem Grau und es hat halt hier noch so eine Tasche und ja, also nichts so Besonderes, aber ich finde es richtig cool und ich würde das am liebsten jeden Tag tragen. Da seht ihr dann das Outfit und nochmal, wie ich den jetzt hier, wie ich den hier anhabe, meine ich natürlich. Okay, nein, so ein Guru bin ich dann auch wieder nicht. Dann habe ich mir eine Jersey Jeggings gekauft. Die ist in dieser dunkelgrauen Farbe. Und das ist halt ein sehr angenehm weicher Stoff. Und die ist halt so. Also die Hose geht sehr weit runter, wie ihr da sehen könnt. Also die ist unten eng und oben immer weiter. Und ich finde die richtig, richtig bequem zum Schlafen und zum anderen Dinge machen. Also, ja, ich mag die gerne. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat. Keine Ahnung. Dann habe ich mir noch so einen Schlafanzug gekauft. Ein Schlafanzug? Ja, ja, ein Schlafanzug. Also, zu diesem Schlafanzug gehört einmal diese Leggings. Die sind im selben grau melierten Stoff wie wir das T-Shirt. Und die hat halt unten noch so Dinge. Und da war dieses T-Shirt dabei. Und ich fand das richtig cool und deswegen habe ich mir den noch geholt. Ich glaube, der hat irgendwie 17 Euro gekostet. Und ja, ich finde den, der ist voll bequem und das T-Shirt sitzt auch gut. Das erste Mal, dass ich Klamotten online bestellt habe und ich habe richtig Glück gehabt, dass die auch alle passen eigentlich. Bis auf den Pulli, der ist mir dezent zu groß. Ja. Dann habe ich mir noch so ein paar Strumpfhosen und eine Leggings. Na, nee, eigentlich nicht. Also so Strumpfhosen halt. Einmal ist das so eine schwarze, die waren in so einem Doppelpack, so eine schwarze Strumpfhose, die sehr weich ist und angenehm ist. Und da war noch so eine graue Strumpfhose dabei. Die ist so meliert, zumindest stand das da. Und die sind beide übelst bequem. Und zu guter Letzt habe ich mir noch so eine Strumpfhose gekauft. Die sieht so aus.
bin immer noch tight. Und das Besondere an der ist halt, die ist halt sehr dünn. Und ich zeige euch das mal. Seht ihr das? Die hat hier so einen transparenten Stoff. Und da hat die so Streifen. Richtig, richtig cool. Ja. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, die Sachen haben euch gefallen und also mir persönlich gefallen sie natürlich sehr. Insgesamt war der Betrag um die 105 Euro. Also ihr könnt euch ja da vielleicht denken, wie viel jedes Teil gekostet hat. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Tschüss.